Hallo zusammen. Ist nur ein ganz kleines Infovideo eigentlich. Ich möchte eigentlich nur zwei Sachen loswerden. Und zwar zum einen, kommenden Freitag, sprich den 20. Juli 2012, fahre ich weg. Ich habe ab da Urlaub, was ich sehr schön finde. Zwei Wochen, die habe ich mir auch zumindest meiner Meinung nach verdient. Okay, das kann natürlich jeder anders sehen. Jedenfalls bin ich in dieser Zeit, ich schätze mal, eine Woche lang nicht zu Hause. Ich vermute mal, dass ich so am 25. oder 26. Juli, je nachdem, zurückkommen werde. Da werden dann auch wieder Videos kommen. Ja, das war's eigentlich schon mit der ersten Sache. Also ne, nicht überrascht sein, ich werde jetzt erstmal keine Videos hochladen ab Freitag. Also bis dahin kommt natürlich noch, also ist ja noch morgen. Aber also heute ist Mittwoch und ich lade das morgen erst hoch, am Donnerstag. Also am Donnerstag kommt die letzte Videos. Das, was ihr jetzt hier seht, ist mein letztes Video, bevor ich in Urlaub fahre. Mein Gott, ist das denn so schwierig? Ja, und eine zweite Sache. Ihr habt ja, oder ihr wart ja relativ begeistert, oder ich habe das ganz gut aufgenommen, meine letzten Replays von Crash Bandicoot 1 und Oddworld Apes Odyssey. Ja, da ich momentan zum Aufnehmen und zum Bearbeiten und sowas, also wenn, dass ich froh bin, wenn ich überhaupt dazu komme, wird das erstmal nicht gemacht. Nur so als Info, also nicht als Let's Play, aber ich habe so eine gewisse Alternative vielleicht parat. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe mich jetzt gestern oder vorgestern irgendwann, ich weiß nicht, wann Paddy gestreamt hat, dann da habe ich es auf jeden Fall getan. Da habe ich mich bei Own3D angemeldet, sprich Livestreams und so ein Kack. Das heißt, ich hätte jetzt quasi einen eigenen Account, um Livestreams zu machen. Und da hatte ich mir gedacht, weil ich nicht wusste, was soll ich da machen, keine Ahnung, natürlich mich natürlich mit dem Chat unterhalten und so, natürlich. Aber abgesehen davon, ihr seid ja nicht, ihr kommt dann ja nicht zum Livestream, um mit mir zu labern, sondern ihr kommt ja eigentlich zum Livestream, um dann Spiele zu gucken und so ein Kram. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich dann vielleicht die Let's Replays in Form von Livestreams abhalten werde. Sprich, ja, ich lege Crash Bandicoot 2 ein oder Outworld Exodus. Mal schauen, worauf ihr dann da mehr Bock habt. Und ja, dann würde ich das entsprechend zocken, würde das dann versuchen aufzunehmen. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Und würde dann die Sachen, die aufgenommenen Sachen, würde ich dann auf einem anderen Kanal, auf einem Tsutsui Archiv, Livestream, bla Kanal, keine Ahnung, wie der heißen wird, hochladen. Links zu diesem Kanal findet ihr in der jetzigen Beschreibung. Weil kann natürlich immer sein, ich habe bei Streams auch nicht immer Zeit und oder ich habe auch oft was Besseres zu tun und guck mir die an, wenn mir langweilig ist, bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich schätze mal, euch geht's ähnlich. Ja, auf jeden Fall, was ich mir überlegt hatte, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und das erste Wochenende, nein, Entschuldigung, das zweite Wochenende im August, was wäre denn da? Nee, das ist doch das erste Wochenende im August. Ich meine, das ist der, ja, okay, das ist das erste Wochenende im August, sprich Freitag der 3. und Samstag der 4. An einem dieser beiden Tagen habe ich mir überlegt, einen Livestream zu machen. Ob das stattfindet an überhaupt einen der beiden Tagen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss gucken, wie ich Lust habe, wie ich Zeit habe und so ein Kram. Aber das würde ich mir jetzt für mich vormerken, dass ich da vielleicht einen Livestream mache, wo ich dann entweder Crash Bandicoot 2 oder Oddworld Apes Exodus spielen würde. Ja, und jetzt seid ihr halt auch gefragt, ne? Was haltet ihr von der Idee? Ich glaube, ich finde, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung, weil da kann ich einfach zocken, man kann zwischendurch eine Pause machen, kann dann ein bisschen mit euch labern, also mit dem Chat quasi. Ja, ich würde, denke ich mal, den Livestream auch komplett alleine abhalten. Natürlich würde ich dann schon ein paar Leute fragen, ob die sich dann halt ein bisschen um den Chat kümmern können, ne? Ob da irgendjemand da böse ist oder so, weiß ich nicht. Aber an sich, stimmmäßig würdet ihr nur mich hören. Es würde wahrscheinlich auch zu ein paar Fails kommen, weil es halt mein erster eigener Livestream ist und so, sonst war ich einfach beim Kevin mit dabei. Genau, richtig. Ihr könnt euch übrigens da aufgrund dieser Idee, oder durch diese Idee, mit dieser Idee, für diese Idee, dass ich Livestreams mache, könnt ihr euch mit Kevin bedanken, mit KP Home LP. Und, dass ich dann auch selbst Livestreams mache, da könnt ihr euch beim Penny bedanken, weil ich durch seinen Stream mir einen O3D-Account erstellt habe, wegen dem Chat und so. So, okay, jetzt aber unterm Strich, wenn es soweit kommen wird, dass ich einen Livestream machen werde, werde ich noch ein Informationsvideo, ich schätze mal, nächste Woche irgendwann hochladen oder übernächste Woche. Also auf jeden Fall bis Freitag den 3. werdet ihr dann ein Informationsvideo sehen, falls es zum Livestream kommen wird. Aber wirklich nur, falls es zum Livestream kommen wird. Das werdet ihr dann entsprechend sehen. Wenn nicht, dann wird es keinen Livestream geben. Vorerst natürlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nie streamen werde. Gut, sonst noch was? Keine Ahnung. Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Ist einfach schön, die Firma mal nicht zu sehen und ja, ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben, für seine Freundin und einfach mal ein bisschen auszuspannen. Das ist schön, doch. Ja, gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche, in der ich jetzt erstmal komplett abstinent sein werde.
Wie gesagt, ich schätze mal, 25., 26. Juli rum gibt es wieder Videos. Und danach die Woche, das 1. August-Wochenende quasi, könnte es vielleicht zu einem Livestream kommen, da werde ich euch aber noch Bescheid geben. Gut, ich sag dann einfach, ne, bis in einer Woche und geil. Tschüss.